Hallo und willkommen zum nächsten Video mit der neuen Kamera. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich probiere es heute mal mit dem Kameramikrofon. Wenn es nichts taugt, werde ich es irgendwann ändern. Ich stelle heute mal den Steam Link vor. Eigentlich stelle ich ihn nicht vor, sondern ich schraube ihn auf, weil der liegt jetzt schon relativ lang da. Den gab es mal günstig bei Steam zu kaufen. Liegt jetzt relativ lang da. Wir schrauben ihn heute mal auf, denn ich finde den Steam Link ziemlich cool. Ich habe den bei mir selber im Einsatz und ich würde einfach gerne mal wissen, was drin ist. Wenn ich ihn nicht kaputt mache dabei, also ihr müsst bis zum Ende des Videos mitgucken, um das rauszufinden. Ich hoffe, er bleibt ganz. Dann werde ich ihn verlosen und wie das geht, zeige ich euch dann am Ende. Ich hoffe, mit dem Fokus funktioniert es jetzt besser wie bei den letzten Videos. Wir schrauben ihn mal auf und schauen uns an, was drin ist. So sieht das aus, so kommt es daher. Ich hoffe, da kann man, ich hoffe, die Schrauben sind nicht da drunter versteckt. Naja. Sonstiges Zubehör, Quickstart Guide, irgendwelche Kabel wahrscheinlich da unten noch drin. Schauen wir schnell rein, damit wir sowas ähnliches wie ein Unboxing haben. Hier die verschiedenen Adapter für das Stromkabel. Einmal der Stromstecker selber, das Netzteil. Ein Netzwerkkabel, ein flaches Netzwerkkabel. Schick, gefällt mir. Oh, geht auch nicht mehr rein. Oh Gott. Kein Mensch macht bei der Verlosung mit, weil sonst muss ich das Zeug wieder richtig einbauen und zusammenmachen. Das ist ein HDMI-Kabel und das ist Strom. Ja, mehr ist nicht drin. Dann gucken wir mal wieder zurück in den Karton, sonst verliere ich es und die Verlosung kriegt man das halbe Zeug. Ich habe ja Angst, dass da drunter die Schrauben sind, ne? Irgendwie so dezent. Weil geschraubt ist er auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal hier im Eck so ein bisschen rein. Da irgendwo, ja, da sind Schrauben versteckt. Ich muss das jetzt wirklich runter machen. TR6, wer es selber aufschrauben möchte, befindet sich da drin. Die anderen versuche ich jetzt durch das Teil zu orten. Und dann steche ich da einfach ein Loch durch und schraubt es so durch den Kunststoff raus. Ja, kriege ich aber nicht hin. Nee, ich muss es abziehen. Also überlegt es euch gut, ob ihr bei der Verlosung mitmacht, denn diese Gummiunterlage hält wahrscheinlich nicht mehr. So. Ist also quasi hier so geklebt, kann man sehen, glaube ich, zum doppelseitigen irgendwas. Steam Link. Volt, 2,5 Ampere. Ja, hätten wir auch mit dem USB Typ 3 oder so machen können. Gab es da aber wahrscheinlich noch nicht. So aufgeschraubt hätte ich es, dann könnte es jetzt rein theoretisch aufgehen, das Ganze. Ja. Seitlich nochmal geklippt. Sicherheitshalber hier einmal unten reinhebeln, damit wir da nicht was abreißen. Und dann fällt uns das Ganze schon entgegen. Die Schrauben ordnungsgemäß in den Deckel von dem Set. Oh, die kleben. Ordnungsgemäß in den Deckel von dem Set. Und so sieht das Ganze aus. Hoffentlich fällt das jetzt raus. Ja, oh mein Gott. Okay. Das ist mal ein massiver Kühlkörper. Achtung! Das ist ein massiver Klumpen Aluminium. Wahrscheinlich ein Kühlkörper, gehe ich jetzt mal von aus. Okay, dick. Also man hat hier so ein kleines Wärmeleitpad drauf. Also wahrscheinlich wird es schon irgendwie zur Kühlung sein. Vielleicht aber auch einfach Gewicht, dass das Ding vernünftig im Wohnzimmer steht und nicht runterfallen kann. Wir schauen es uns mal an. Da oben steht schon mal Valve drauf, das ist sehr schön. Wir haben hier vier Bohrungen, wo quasi die, ne, die Schrauben drin waren, an den vier Nupsis, die hier rausstehen. Was hat das Teil? Es hat einen Stromanschluss, es hat zwei USB,
auf der Seite, es hat einen Netzwerkanschluss, es hat HDMI. Und auf der Seite hat es auch nochmal USB. Also man kann da alles Mögliche anstecken. Also das ist echt ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich verwende es echt auch sehr häufig. Wir haben hier auf der Seite eine Antenne. Eine ganz, ganz tolle Antenne. Die muss ich euch mal groß zeigen. Oh Gott, die Kamera ist so toll. Ich zeige euch die jetzt mal hier in groß. Gott, ist die Kamera toll. Schreibt mal in die Kommentare, wie toll die Kamera ist. Das wird wahrscheinlich Bluetooth oder sowas sein, beziehungsweise diese eigene Antenne, die die haben für den Steam-Controller. Würde ich mal schätzen. Und wir haben hier hinten noch zwei Antennen. Etatronics, einmal, zweimal. Das sind keine Keramikantennen, ich hoffe, man kann das erkennen. Das in der Mitte ist ein Platinematerial, so wie es aussieht. Also quasi so eine Platine, oder wie man das dann nennt. Die werden wahrscheinlich für Netzwerk sein, also WLAN, würde ich jetzt mal davon ausgehen, wenn Etatronics draufsteht, die entweder Bluetooth oder eben für die Steam-Controller. Echt eine schöne gebogene Blechantenne da hinten, also eine J-Antenne oder irgendwas, so wie das aussieht. Ja, schickes Teil. Auf der Unterseite ganz, ganz, ganz viele Bauteile. Ich drehe es mal richtig. Und was einen auch gleich entgegensticht, nicht nur viele Bauteile, sondern, seht ihr das golden Leuchten überall? Nicht nur viele Bauteile, sondern auch Testpunkte ohne Ende. Also die machen da richtig krasse Hightech damit. Hier ein bisschen Eingangsbefilterung für die Spannung. Das wird wahrscheinlich so ein Sicherung sein, PTC oder sowas. Wir haben hier oben den NRF24LU1P. Wir kommen hier oben auch impedanzkontrolliert mit einer Leiterbahn an, schön geschwungen. Gehen hier auf einen UFL-Stecker oder was kleineres wie UFL und haben dann hinten ein kleines Anpassnetzwerk. Kann man gut erkennen, ne? Ja, UFL-Stecker und kleines Anpassnetzwerk. Und hier oben nochmal ein bisschen USB-Befilterung, würde ich mal schätzen. Unterseite sonst nichts Spannendes. Hier nochmal ganz viele Kondensatoren, auch entsprechend hier für USB. Die haben echt sich schön an die USB-Speck gehalten. Dann schauen wir mal unter dieses Gehäuse hier, unter diesen Schirmdeckel. So, auf der Unterseite eine Marvel-Chip. Sehr schön. Einen Marvel-Chip, kann man das lesen? Ja, denn die Kamera ist perfekt, diese Kamera. Ein Marvel 88W8897. Ich gehe mal davon aus, dass der die ganze WLAN-Geschichte und so macht. Und der geht auch hier nochmal hoch zu dem Stecker, UFL-Stecker. Und auf der Unterseite war unsere Blechantenne. Ne? Also hier entsprechend Impedanz kontrolliert. Ich schreibe natürlich alles wieder in die Videobeschreibung. Wenn ich Datenblätter und so finde, verlinke ich die natürlich auch. Wir haben hier oben, das wird ein Flash sein oder ein RAM. Eher ein Flash würde ich mal schätzen. 29F32G08CBACA. Und das wird ein RAM sein. Ich gehe mal davon aus, dass das Flash ist und das RAM. Ich schreibe es alles in die Videobeschreibung, dann seht ihr das auf jeden Fall, welche Bauteile das sind. Mehr ist da nicht drunter. Wir packen den Abschirmdeckel wieder drauf. Ich meine, ich könnte ihn auch drunter lassen, dann könnt ihr an der B-Netz-A-Meldung sehen, wer ihn gewonnen hat. Aber ich bin nett, ich mache ihn wieder rauf. Ups, schaut vielleicht nicht die Bluetooth-Antenne als Gegenpol verwenden, um das Ding aufzuhebeln. Da muss ich schon immer so ein bisschen aufpassen, wenn man so Dinge aufhebelt, denn... Ach so, und hier ist noch eine, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist eine und hier ist eine. Okay, dann sind auch vielleicht das die WLAN-Antennen. Ich meine, das Ding hat ja 2,4 GHz und 5 GHz, dann ist, ich habe das gar nicht gesehen, wenn die hier 90 Grad versetzt sind, dann ist wahrscheinlich eine dieser Dinge hier schlicht und ergreifend WLAN. Oder beide WLAN. Dann sind die vielleicht WLAN und die WLAN und das da oben, was ich gerade hier sehe, Slot 1, ach genial, ja klar, natürlich. Und das Ding hier oben, Slot 1 ist wahrscheinlich eine Schlitzantenne und die wird dann für irgendwas noch zuständig sein. Entsprechend, man kann hier den Widerstand zur Anpassung entsprechend an eine beliebige Stelle löten. Genial gemacht. Absolut genial gemacht.
Hier hinten auch nochmal Anpassgeschichten für diese Blechantenne. So. Und hier auf der Unterseite auch nochmal entsprechend so ein Kühlpad oben unten. Weil ich nicht glaube, dass das Ding großartig heiß wird. Also ich habe noch nicht gemerkt, dass der irgendwie sich erwärmt. Von dem her, wir haben hier einen SMSC-Chip. Dreh es mal so hin, dass man es lesen kann. Einen SMSC-Chip. Licht. Hier unten noch ein kleiner Chip. Und das Herzstück ist dieser Chip hier. Ich werde jetzt mal vorsichtig die Wärmeleitgeschichte runterkratzen. In der Hoffnung, dass wir dann sehen können, lesen können, was für einen Chip es sich dabei handelt. Ja, man kann es lesen. Auch hier wieder ein Marvel Chip Beschreibung dann auch wieder in der Videobeschreibung. Das Ganze ist so ein Flip-Chip. Also der Chip wird quasi gedreht mit seinen Kontakten auf dieses grüne Substrat geklebt, gelötet gleichzeitig. Und da sind auch schon ein paar Kondensatoren mit dabei, sieht man hier. Zwei kleine Kondensatoren auf der Seite, zwei auf der Seite. Und das Ganze wird dann in LGA oder BGA-Form, oder wie man das dann nennt, auf die gesamte Platine gelötet. Mehr ist nicht dran, da vorne noch ein bisschen Filterbeschaltung für HDMI. Die Magnetics sind scheinbar hier mit eingebaut. Ja, kann man glaube ich hier auch erkennen. Also das Netzwerk hat Magnetics im Stecker mit drin, denn hier sind sonst nirgendwo welche. Nochmal oben eine schöne Spule Filterbeschaltung für die Spannungsgeschichte, Filterbeschaltung für USB. Und man sieht auch hier, wenn man irgendwelche professionellen Platinen hat, nicht sparen an dieser ganzen Filtergeschichte, die machen das auch alle nicht. Und wenn man irgendwie eine Abnahme haben möchte, dass man das Ding irgendwie zugelassen kriegt, ohne dass die BNetzA einem das wieder wegnimmt, sollte man sich dran halten. Ja, das war's schon. Ich schraube das Ganze wieder zusammen. Ich hoffe, ich kriege es wieder zusammengeschraubt. Das hat soweit geklappt. Also, wer mitmachen möchte, wer das Teil gerne gewinnen möchte, schreibt einfach in die Kommentare, dass ihr das gerne haben würdet. Und wichtig, schreibt rein bitte, was euer Lieblingsspiel ist. Würde mich nämlich interessieren, was ihr so am liebsten spielt. Und dann werdet ihr entsprechend ausgelost. Ja, so 2-3 Wochen. Sag mal 3 Wochen, nachdem das Video veröffentlicht wurde, lose ich aus und gebe den Gewinner dann entsprechend unter dem Kommentar, also unter dem Video als Kommentar bekannt. Ich denke mal, ja, das Ding hält auch wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.